Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play WoW, Folge 77. Wir sind wieder in der Sängerschlucht. Ich war mal wieder was verkaufen im Sturmwind. Also wieder massig Platz und müssen weiter unsere Feuerspinnen töten. Noch ein paar andere Sachen tun, die wir so tun müssen hier. So. Tja. Aslan bevorzugt den langen Weg. Oder doch nicht? Okay. Dann ist dann doch zu uns gekommen über den normalen Weg, den schnellen Weg. Glückwunsch, Aslan. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die lederbar sind, aber sind sie leider nicht. Schmeißen wir ein paar Tränke rein. Und ich war Hühnchen kaufen. Sehr schön, sehr schön. Nix dran. Müssen wir eh töten, oder? Ja, 20 Stück davon. Puh. Ich glaube, mittlerweile sind es nur noch 10 oder so. Die haben wir alles runtergesetzt. Ich war jetzt schon ewig nicht mehr auf den Live-Servern. Ich habe nur ein bisschen gelesen. Oh, die hatten wir schon eine. Sagen, was ist das denn aber? Ist nur ein rauchender Kamin oder so weiter. Ach. Die Vierer, okay. In dir, Tiger. Und der kann lustigerweise nichts droppen, obwohl es auch quasi ein einer von denen ist. So, 7% haben wir. Naja. Da kriegen wir nichts. Die müssen wir killen. Sieht ja gut aus. Packen die. Dann machen wir auch wieder mit. Auch wenn es nicht so viel ist. Aber gut. Weil wir gerade kein Mana haben. Wie immer. Aber leider kann man erst wieder mit 55 kriegt man was Neues zu trinken und zu essen. Und dann glaube ich mit 60. Oh. Strom. Schön. Theoretisch cool, aber. So. Ich glaube, Barfuß für uns selber noch gar nicht mehr. War schon futsch. Oder Innenrolle können wir uns gleich reinschmeißen. Schon mal anfangen. Nee. Unseres ist besser. Oh.
schlagen kann, durch den Boden. Schon ein Tier. Quasi Stealth-Modus für Stealth-Bodenmodus kann der. Kann nicht jeder. Schon mal ein Herz des Feuers wieder. Von dem. Herz der Flamme. Kann sein, dass das ist. Herz des Feuers. Herz des Feuers, was da. Das sind quasi Materialien. Golemöl braucht man von dem. Okay. Sieht gut aus, ne? Zum Glück brauchen wir von dem nichts gerade. Ach so, da war er dann hier. Wo ist ein Macker machen will? Unglaublich. Dachte, Muschelherzen. Okay, ich sollte mir angewöhnen, nicht auf Bergen zu kämpfen, weil hier rutschen die schon mal gerne durch, wenn der Boden hohl ist. Das ist uncool. Das ist uncool, aber gut. Es gibt Schlimmeres. Aber wahrscheinlich hat keiner so coole Special Effects wie wir hier. Durch Boden rutschen. So weiter. Sehr gut. Ist alles skillen, ja. Wahrscheinlich besser wäre gewesen, wenn du uns eine Quest gegeben hättest mit 50 Millionen EP. Und diese dann löscht alles aus, was sich so im Umkreis befindet. Viel Spaß dabei. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Wenn er da schon mal was tun. Wir dann langsam darauf rumschießen und unser Mana zurückgewinnen, weil wir ja nicht schießen. Aslan kriegt er schon hin. Großer, starker Junge wie Aslan. Es könnte wieder so eine blöde Ecke, aber ne, passt. Passt, sehr gut. Passt alles wunderbar. Ich weiß nur noch nicht, wo ich hier nach hingehen soll. Sammel. Puh. Was gibt es denn so Tolles hier? Brennende Steppe wäre noch eine Idee. Und nur noch bis 58 oder Pestländer. Was steht jetzt auf die Pestländer? Krater von Ungo war schon zu oft, ehrlich gesagt. Aber wäre natürlich eine Idee. Bis wie viel können wir denn theoretisch? Ja, hier steht bis 50. Wir sind ja schon 51. Wir können ja erstmal hier bleiben und das Ganze angucken. Hier kann man ja überall ganz toll Ruf haben bei allem. Das ist ja das Beste, was es überhaupt gibt hier. Ruf haben. Aber das war ja bei Burning Crusade so. Man musste für alles, was man haben wollte, Ruf haben. Aha, du willst das Tolle haben hier, die Tasche mit 10 Platz. Brauchst erstmal Ruf.
So, gucken wir uns das doch mal an. Ich glaube, hier vorne können wir ja schon eine abgeben gerne. Dann können wir da nämlich weiter. Das ist eine tolle Questreihe. Hatte ich ja schon in der letzten oder vorletzten Folge erzählt. Ganz lustig gemacht hier. So. Ach du, die Deutsche. Wer hat die denn? Die Zwerge, wenn ich falsch sehe. Da stecken wir sie alle. Da, ja, die haben die. Okay. Holen wir uns auch nix. Und hier gibt es, hoppla. Hier gibt es auch Rudolf. Ich weiß nicht, wer gerade hier heißt. Weil die Events oder so gibt es eigentlich schon immer. Fast immer, glaube ich. Auf jeden Fall seit Burning Crusade, weiß ich, gibt sie auf jeden Fall. Da hat man dann teilweise auch Reittiere und so bekommen. Auch den Widder damals. Den gab es schon. Braufest wieder. Und den Kodo. Allerdings gab es halt noch nicht so den Hype darum, weil das noch nicht viele wussten. Weil sich noch nicht so viele damit auseinandergesetzt haben. Aber wir auch. Mal gerade was gucken. Eine Katze macht Blödsinn. Katze hängt im Müll. So einen kleinen Mülleimer neben dem Tisch stehen. Sieht immer ganz toll, hier rein zu krabbeln. Blödsinn zu machen. Na gut, das tut sie jetzt nicht mehr. Ah, er ist schon wieder dran. Katze. So. Zack. Ist auf den Mülleimer draufgelegt. Oh nein, bitte nicht. Puh, das war knapp. Dem Tod fast, den Tod noch von der Klippe gehüpft. Jetzt guckt sie doof. Naja gut, auf jeden Fall, man konnte die ganzen, ich weiß gar nicht, ob es hier drin ist, wegen den Events. Man konnte Welt-Events. Nehmen wir doch hier mal Nobelgarten, Winterschlotternächte. Waren das dann? Rubashi? Erntedankfest? Nee. Oder Erntedankfest? Schlotter, nee, Schlotternächte müssen das gewesen sein, genau. Nee, Schlotternächte waren es nicht. Was ist denn? Braufest. Genau, Braufest hieß das. Ah, hier, da gab es nämlich den Kuh gab es schon und hier nämlich auch den Widder. Ich meine. Okay, den gab es anscheinend doch noch nicht. Die gute Schmuckstücke. Und den, nee, den Widder, den Kodo gab es anscheinend doch noch nicht. Ich dachte, den gab es auch schon. Was gab es denn noch alles? Kinderwoche. Da gab es Haustiere. Oder beziehungsweise gibt es immer noch Haustiere. Insgesamt 6 Haustiere. Ich glaube, ich hatte
Damit auf dem Live-Server, was hatte ich denn? Drei oder vier hatte ich davon. Und man konnte immer eins quasi machen. Einmal in der, nicht in der, also einmal in der Scherbenwelt konnte eins machen. Und eins auf der Klassikwelt. Und später zu WoW kamen noch andere kleine Bibitiere dazu. Genau, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Oh. So richtig interessant mit den Tieren wurde das ja, als dann auch die Petkämpfe rauskamen. Das war auch wirklich cool. Aber halt ja später, leider noch nicht hier mit PC. Ich glaube, das wäre auch cool gewesen im PC. Jetzt ist der gute Mensch weg. Ich sehe für Zahlen fliegen. Danke. Jetzt ist er futt. Naja. Einzige Positive ist, die von unten kommen nicht nach oben. Das war ja auch noch ein krasses Ding, ne? Aber wir haben schon sehr viel geschafft. Von 7% hatten wir oder 6%. Jetzt haben wir schon 48. Perfekto. Und wir haben immer noch nicht genug. Schön. Ist ja schon fast das ganze Zeugs ausgerottet, was es hier so gibt. So, mein Dolchen und Äxten. Apropos Äxte. Es gab auch noch keine, also für Schurken Äxte gab es noch nicht. Das wurde erst mit WoW reingepatcht, dass Schurken Äxte tragen können. Und zwar nicht von Anfang an, sondern ah, wie hieß das denn? Oben in den in der Eiskrone war das dieses Turnier. Ah, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Agentum-Turnier, genau, Agentum-Dämmerung-Turnier oder so. Ne, Agentum-Turnier. Und da quasi mit dem Patch für den Raid oder so, wurde dann reingepatcht, dass Schurken Äxte tragen können. Ja, richtig. Lange, lange, ja. War schon cool. Je nachdem, was das ist, vielleicht mache ich im Anschluss auch weiter mit WoW, weil hier von den Back to Basics Server, die haben auch ein WoW Server, Rising Gods oder so heißt der. Die gehören irgendwie zusammen. Und da könnte man dann ja von mit der Sami von 70 bis 80 weiterspielen. Aber ich guck noch mal, wie das genau funktioniert. Das weiß ich nämlich nicht so genau. Weil wenn, wäre ja richtig cool. Dann könnten wir dann quasi mit unserem Aslan, oder je nachdem, was wir bis dahin für ein Tier haben, weiter in der Welt reisen. Und danach könnt ihr mal gucken, wie wir weiter quasi durch die Privatserverwelt reisen. Aber wir haben ja noch alles offen quasi. Oder was ich aber eher weniger glaube, dass ich irgendwann auf dem Privatserver schon auf dem Live-Server spielen wieder werde. Aber das glaube ich eher weniger. Also richtig weitergeguckt habe ich auch nicht mehr.
Wie gesagt, so ein aktiv, ja gut, ich habe jetzt auch nicht weitergeguckt. Aber bis jetzt so einen aktiven Server wie den hier habe ich noch nicht gefunden, weil wir können ja mal gucken. Hier in der Gilde sind momentan 9 online und plopp. 52 sind insgesamt online. Und das recht früh, wir haben nämlich 7:30 erst hier. Daher, das schon richtig gut. Okay, genug geredet. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut, lasst doch ein Abo da und auf Wiedersehen. Tschüss.